Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, heute an meinem Geburtstag, juhu! Und in der letzten Folge haben wir, glaube ich, nichts geschafft und deswegen spielen wir einfach nochmal Isaac. Wir haben bei dem ich noch gar nichts geschafft und ich habe den kleinen Isaac eine Geburtstagstüte auf den Kopf gepackt, einen Geburtstagshut. Jetzt freut er sich mit und er ist nicht mehr traurig, sondern er lächelt. Ist das nicht schön? Der kleine Isaac lächelt. Er freut sich auch, dass wir heute Geburtstag haben oder dass ich heute Geburtstag habe. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an alle, die mir bis jetzt schon gratuliert haben, bei Twitter und YouTube auch. In den Kommentaren stand das auch ein paar Mal drin. Das ist echt rührend. Echt rührend. Dankeschön. Und weil auch so viel, oder nicht so viele, aber ein paar haben gefragt, wie alt ich denn jetzt geworden bin. Und ich bin 19 Jahre alt geworden. Ja, schon 19. Ich bin alt, danke. Aber noch ein Teenager. 19 ist immer noch Teenager. Nächstes Jahr dann nicht mehr. Nächstes Jahr bin ich dann erwachsen. Oh nein, ich will nicht erwachsen sein. Dann bin ich kein Teenager mehr. Das wird schlimm. Irgendwie sieht der Hut komisch aus. Egal, den habe ich selbst gemacht. Ich habe geguckt, ob es irgendeinen Mod dafür gibt. Irgendeinen Geburtstagsmod, aber den gab es leider nicht. Also musste ich wieder selbst ran und habe mir den gemacht. Süß, oder? Ich finde das süß. Die sind fast so süß wie diese Scheißhaugen hier. Aber nur fast. Ihr seid natürlich süßer, ihr kleinen Scheißhäuschen. Und ich müsste mich eigentlich auch ein bisschen beeilen, weil gleich halt der ganze Besuch noch kommt. Und das ist stressig. Aber ich will halt keinen Tag hier ohne Isaac rausbringen. Also muss ich nochmal kurz aufnehmen. Ist ja auch nicht schlimm. Bis jetzt habe ich nur gefrühstückt und habe mich dann sofort hier an die Aufnahme gemacht. Wow. Vorhin viele von euch haben ja sogar schon kurz nach Null geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Voll süß. Au. Nein, wir wurden getroffen. Du Bastard. Genau, explodier. Zu meinen Geschenken kann ich noch überhaupt nichts sagen, weil ich noch kein einziges ausgepackt habe. Doch, eins habe ich ausgepackt. Das war ein Manga, nämlich der Bloodlad Manga Nummer 3. Bloodlad, da geht es um so einen Vampir, der sich in eine Frau verliebt hat. Und die will er wieder retten. Grob gesagt, was ist das? Das ist irgendwas von diesem Hund. Damage Up? Nee, Splash der. Oh. Splash der Mut und Tears Up. Wir weinen einfach vor Glück, denn wir lächeln. Splash Damage hatte ich, glaube ich, noch nie. Was auch immer das macht. Wahrscheinlich Schaden. Nein, nein. Oh, gut. Nein, hat nicht beides getroffen. Wieso habe ich sie weggemacht? Oh, ich will aber diese Bombe hier haben. Diese 5 Münzen. Okay, Bombenverschwendung vom Feinsten. Das kann ich gut. Egal, jetzt gucken wir mal in den Shop rein. Und zwar haben wir hier die Robe. Die Robe der Vernichtung. Die Robe der Vernichtung nehmen wir natürlich mit. Und geben die andere Münze noch hier rein. Jo. Alles super, alles tutti frutti. Und hier wird wahrscheinlich der Geheim... Nein, wird er nicht. Ah, da haben wir doch schon nachgeguckt. Ah, er ist hier unten. Hier, da müsste der sein. Egal. Hallo. Wenigstens machen wir Splash Damage. Ach, und jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass es eine neue Mod gibt von diesen... Wow. Von dieser Health Bar, von den Bossen. Und tatsächlich, es gab eine neue. Und dann habe ich sie gleich mal installiert. Danke für den Hinweis. Die ist heller und hübscher, finde ich. Und ja. Genau. Autsch. Habe ich sonst noch irgendwas verändert? Ich glaube, ich habe noch irgendwas verändert. Ich weiß nur gerade nicht, was. Ich glaube, ich habe noch irgendwas hinzugefügt. Oh, war ja. Nein, Fliege, geh weg. Nein. Danke. Oh, Jesus Juice. Erstmal Damage und Range Up. Nice. Doch, doch, das ist okay. Das ist okay. Jetzt haben wir leider keine Bomben mehr, um irgendwas anderes zu machen. Wir könnten... Nee, dann hätten wir noch ein Leben. Nee, wir gehen nicht in den Stachelraum. Weil ein Leben zu wenig ist und wir sind im Keller. Das merke ich immer erst, wenn wir im Keller 2 sind. Aber okay. Gut, hier ist gar nichts. Curse of the Maze ist natürlich nicht so geil. Aber wir haben ja unseren Splash Damage. Und unser Damage Up haben wir auch. Wir können quasi gar nicht verlieren. Es sei denn, wir werden zu oft getroffen, dann können wir vielleicht doch verlieren. Sure, aber werden wir ja nicht. Gehen wir halt hier lang, wenn Curse of the Maze nicht will, dass wir unten lang gehen. Hä? Gut, gehen wir halt oben lang, wenn Curse of the Maze das will.
Oh, ganz viele Scheißhaufen. Oh, ja toll. Ja toll, ich liebe Scheißhaufen. Vielleicht ist da irgendwo mein Lieblingstrinket drin. Komm schon, wenn ihr mir schon so einen Raum anbietet, dann muss da auch irgendwo mein Trinket drin sein. Oder nicht? Oh, kein Glück. Okay, Curse of the Maze, lässt du uns bitte da runter? Vielen Dank. Yay, wir haben es geschafft. Wir sind endlich dahin, wo wir hingehen wollten. Okay, dieser Splash Damage ist aber recht cool, muss ich sagen. Ob dieser Splash wohl auch weiter geht, umso mehr Range Up man kriegt? Das müssen wir noch rausfinden. Und wir werden hier die ganze Zeit zurückgeschleudert. Oh, ein Schlüssel. Jetzt können wir sogar in den goldenen Raum, was wir auch machen werden. Und wir haben auch eine Bombe. Das heißt, wir können hier auch den blauen Stein öffnen. Oh, noch ein Schlüssel. Oh. Ach so, hä? Wieso? Hä? Warum war der Raum offen? Wir haben hier doch gar nicht... Hä? Egal. Geburtstagsgeschenk für uns. So, hier ist ein Knockback-Shot. Was war das für ein Zeichen? Dieses H ist, glaube ich, Fische? Fische? Keine Ahnung. Kommen wir da ran? Nein, wir kommen da nicht ran. Aber warum war der goldene Raum offen? Das ist die zweite Ebene. Das heißt, der ist eigentlich noch nicht von Anfang an offen. Oder macht unser Trinket, dass manchmal Räume offen... Nee. Unser Trinket macht doch nur, dass wir öfter Schlüssel bekommen, oder nicht? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Isaac, auf mich zu verwirren. Splash Damage. Attack. Warum war der goldene Raum offen? Wenn ihr es wisst, dann bitte mal reinschreiben. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich bin gerade richtig verwirrt und denke die ganze Zeit drüber nach. Und Cursed Maze könnte mal bitte aufhören, hier die ganze Zeit doofe Sachen zu machen. Bitte nicht, bitte lasst mich in Ruhe. Oh. Please stop it. Wir gehen einen Raum weiter und werden ein zurückgeschleudert. In TNT-Fässern kann ja, glaube ich, auch manchmal was drin sein, oder? Ich mein... Oh. Ich hasse Curse of the Maze. Curse of the Maze verarscht mich. Aber solange es uns nicht in irgendeine Gefahr begibt, ist ja alles gut. Nein, die Hand. War ja klar. Im Keller kommt immer so Hand. Und ich hab jetzt nochmal privat gespielt, Isaac. Und man darf doch nicht durch diesen Geister durchlaufen. Der tut einem doch weh. Ja, ja. So ist das. Ich glaube, der zieht sogar ein ganzes Leben ab. Was recht uncool ist. Und das ist auch recht uncool, was hier gerade abgeht. Können wir ihn zurückhalten? Oh, wir haben genug. Obwohl, warte. Wir können ihn auf Distanz... Oh, wow, wow, Angst, Angst, Angst. Angst zu schrecken. Wir können ihn, glaube ich, auf Distanz halten. Ja, okay, cool. Oh, ein Nagel. Ist, glaube ich, ein Damage ab. Nee, hier ist ein Shotspeed. Okay, ist auch nicht schlecht. Das kriegen wir hier. Ah, Gabby's Tail. Oh, und das neue Lebensitem. Oh mein Gott. Zwei Katzen-Items kriegen wir hier einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Okay, komm, wir nehmen einfach alles mit. Alles mit, wir nehmen einfach alles mit. So. Seid ihr jetzt zufrieden? Und jetzt gucken wir, ob hier einfach irgendwo ein X auf dem Boden ist, wo wir eventuell die Schaufel einsetzen können, um mal zu prüfen, ob das wirklich geht. Dass man dann irgendwie in so eine Voll-Secret-Ebene kommt. Aber ich glaube, im Keller gibt es gar keine X, oder? Sieht nicht so aus. Wir können den Stachelraum, aber nö. Nee, nee, okay, dann müssen wir die Schaufel vielleicht im nächsten Raum einsetzen. In der nächsten Ebene. Ja, aber auch erst, wenn wir den Boss da besiegt haben, natürlich. Damit wir ja nichts verpassen. Die Schaufel macht normalerweise, dass man einfach in die nächste Ebene dann kommt, ohne die jetzige Ebene. Isaac freut sich auch, wenn er einfach rumliegt. Oh, das sieht jetzt so aus, als wenn er seinen Bauch halten würde und lachen würde. Voll süß. Sure. Oh, jetzt sehen wir leider unsere Partytüte gar nicht mehr. Das ist echt schade.
Da ist ein Shop, da ist auch ein blauer Stein. Oh, ein goldener Schlüssel. Aber wir haben an sich genug Schlüssel. Bomben wären ganz schön. Goldene Bomben wären doch schön. So, oh, was ist das? Eine kleine Fee, eine kleine gute Fee für uns. Bist du etwa Navi? Smartfly, Revengefly. Okay. Hatten wir die schon mal? War das diese Fliege, die angreift, sobald wir einmal getroffen wurden? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine kleine Fee neben uns. Eine kleine Navi. Wenigstens macht sie keine Geräusche. Hey, listen, listen, hey! Oh, die hätte der Moddersteller bei Zelda einbauen müssen. Dass man so eine kleine Fee von Anfang an hat. Das wäre witzig. So, sind wir hier. Eine goldene Kiste. So. Au. Okay, unser Schaden ist... Oh, ja, unsere Fliege greift jetzt an. Weil wir, glaube ich, einmal getroffen wurden. Ja, sie macht sogar guten Schaden. Oha, hier. Navi, mach alle tot. Wieso kann Navi aus The Legend of Zelda nicht so gut sein wie du? Das wäre aber gut. Wenn die Fee einfach die ganze Zeit angreifen würde. Dann würde sie auch wirklich helfen und nicht immer nur sagen, hey, guck mal da! Noch ein Schlüssel für uns und noch ein Schlüssel für uns. Okay. Ich glaube, wir brauchen den goldenen Schlüssel wirklich nicht, der da war. Nee. Nee, nee, Spiel. Da gehe ich nicht lang. Diese Räume sind immer böse. Guck mal mit, ob hier irgendwo ein X auf dem Boden ist. Und schreib's dann in die Kommentare, wenn ich sie nicht sehe. Oh, hi, Poit. Du konntest Bomben machen, ich kenne dich doch. Au. Magician, yay. Magician, Magician. Hier war doch irgendwo ein blauer Stein, nicht wahr? Blauer Stein, ja. Hallo. Gib mir dein Inneres. Noch mehr Schlüssel. Ja, gut. Warte, ist das... Nein, wir haben eine XL-Ebene. Nee, hä, wieso... Oh, wir könnten ein Buch uns holen. Ein Buch können wir uns holen. Machen wir eventuell, wenn hier kein X auf dem Boden irgendwo ist. Dann holen wir uns ein Buch. So. Lucky Toe. Ja, wir haben an sich genug Schlüssel. Eine 2. Hier kriegen wir sogar noch mehr Schlüssel. Ah, ich wollte erstmal alles einsammeln. Verdammt. Oh, unser drittes Gabi-Item. Yay, wir sind Gabi. Oh, jetzt sieht man gar nichts mehr. Ja, jetzt sieht man gar nichts mehr von dem... von dem Partyhut. Party, Party, pa, Party, pa, Party, Party. Aber wir können jetzt überall rüberfliegen. Haha. Aha, was macht ihr jetzt? Ich kann fliegen. Jetzt können wir uns alles holen. Jetzt können wir sogar hier die Feuer ausmachen und das holen, wenn da was drin wäre. Ist aber nichts drin. Aber trotzdem, wir hätten es gekonnt. Und wir können uns hier den goldenen Schlüssel holen. Dum, dum, dum. Ja, komm. Ist ja umsonst. Wir können reingucken. Hier ist einmal die Bibel und einmal... Oh. Ja, gut. Wir nehmen die Bibel mit. Einfach, weil dadurch Mom leichter geht. Ist ja klar. Und weil wir dann fliegen können. Nein, das können wir ja schon. Jetzt müssen wir echt hier lang. Aber jetzt verlieren wir wenigstens keine Leben durch die blöden Dinger hier. Immerhin etwas. Was kriegen wir hier? Ein Boomerang brauchen wir nicht. Wir holen uns aber das Herz und den Rest spenden wir. Tiersab. Oh, noch mehr Fliegen für uns. 260. Fehlen, glaube ich, nur noch 40. Ist hier vielleicht irgendwo ein blauer Stein? Nö. Stimmt, da gibt es auch einen Mod. Aber ich will diesen Mod nicht installieren, der die Steine besser sichtbar macht. Weil, keine Ahnung. Das wäre für mich wieder irgendwie cheaten. Oh, noch ein Schatz geht ab. Und ein Devil Womb mit Krampus, okay. Okay, wir sind einfach richtig stark. What the fuck? Ja, Krampus Kopf nehmen wir natürlich nicht mit. Nee, nee, nehmen wir nicht mit. Wir nehmen die Bibel mit. Ist einfach viel cooler. Okay. Ja. Wir haben einfach 10 Leben. Fragezeichen. Leben. 9 haben wir auf jeden Fall. Und dann noch das Eternal Life. Oh, weia. Das kann das werden. Hier sollten wir auch recht schnell vorbei sein, wegen unseren ganzen Fliegen. Und wir haben so viel Shot Speed Up, dass wir einfach die ganze Zeit fliegen spawnen. Okay.
Ich glaube, sollte kein Problem sein, hier irgendwas Gutes zu machen. Ayo, Wizard, yay! Komm, wir setzen Magician ein. Haha! Große lilane Tränen. Damit kommst du nicht zurecht, ich wusste es. Au, hey. Oh, dazu haben wir noch unsere Fliege. Das ist ja richtig Imba. Imba ist das. Wir sind einfach Gabi mit so einem... so ein Bart. Okay. Oh nein, dieser Effekt ist immer noch da, jetzt nicht mehr. Ah, jetzt sind wir endlich wieder Gabi. Und wir haben noch ein Leben. Oh, das ist nicht gut. Oh, oh, wenn die uns einmal treffen, sind wir tot. Aber sie haben uns nicht getroffen. Also ist das egal. Guck mal, eine Pille. Guck mal, noch eine Pille. Oh, Bomsaki. Jetzt haben wir ganz viele Bomben. Okay, irgendwie sind wir OP. Ich habe gar nicht den Seed angezeigt. Kann das sein? 7MP7FR93. So, das ist ein OP-One. Aber das hat Isaac natürlich mit Absicht gemacht, weil er wusste, dass ich heute Geburtstag habe. Und das ist dann sein Geburtstagsgeschenk. So revanchiert er sich. Okay, wir brauchen keinen Luck-Up. Wir erholen uns blaue Herzen und kriegen sogar noch den BBF. Big Beautiful Fly. Ach, ist das schön. Oh, wir haben so viele Fliegen. Wurden die nicht limitiert? Ach ne, die schwarzen Fliegen wurden limitiert auf 10. Genau, so war das. Hammergeil. Lalala. Wir haben einfach so viele Fliegen. Die können wir gar nicht alle aufbrauchen, so viele haben wir. Krass. Hallo Darkmon, der sollte auch ziemlich schnell tot sein. Er konnte nicht mal eine Sache machen. Und noch ein Tier-Sub. Okay, noch mehr Fliegen für uns. Gabis Hairball, dann wäre das unser viertes Gabi-Item. Wollen wir aber nicht. Was wollen wir mit Gabis Hairball? Haben wir mit Isaac eigentlich schon den Bosswash gemacht? Ich glaube nicht. Okay, warte, dann sollten wir. Wir haben den goldenen Raum schon. Dann gehen wir einfach ganz schnell zu Mom, damit wir den Bosswash machen. Ich glaube, den habe ich nämlich noch nicht mit Isaac. Und wenn uns schon die Gelegenheit dazu geboten wird, dann versuchen wir das auch. Ist das jetzt die fünfte oder die sechste Ebene? Weiß ich gerade gar nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Was macht eigentlich, wenn so eine Fliege explodiert, die, wenn jemanden trifft? Nein, wir sind tot. Au, jetzt haben wir nur noch 9 Leben. Nein. Wie sollen wir das jetzt bloß schaffen? Hier wäre ein X gewesen. Aber ich habe die Schaufel nicht mehr dabei. Schade, schade, Schokolade. Kann man nichts machen. Wir müssen quasi nicht mehr nach Geheimraum oder so suchen. Wir sind jetzt einfach schon stark genug für irgendwas, für alles. An sich bräuchten wir einfach nur blaue Herzen, damit wir nicht sofort sterben bei Isaac. Oder den Teufel, je nachdem. Wo wir denn hingehen wollen. Los, fliegen, Attacke! Okay. Das ist voll cool, so einen Fliegenschwamm hinter sich herzuziehen. Ich liebe das. Okay, geht recht schnell, würde ich sagen. Wir waschen die jetzt einfach durch. Lalala. Ein Boss war schon Geburtstag. Ist doch auch immer schön. Wahrscheinlich müssen wir da lang. Aber ich will da nicht lang. Der wird dich wieder Leben verlieren. Und ich will keine Leben verlieren. Bitte lass den Boss hier links sein. Bitte, bitte, bitte. Als Geburtstagsgeschenk für mich. Das kann man einfach für alles verwenden. Ausrede für alles. Wenn jemand was für dich tun soll an deinem Geburtstag, sagst du einfach, ach komm, ist doch mein Geburtstag. Und dann kann er nicht anders als okay zu sagen. Du, 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 da, 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 fertig und tschüss. Plup, 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 plup. Gut, dann müssen wir leider doch in den komischen Stachelraum da rein. Das finde ich schade. Ich mag keine Stachelräume. Da werde ich auf jeden Fall Leben verlieren. Auf jeden Fall ein halbes. Hilfe! Hilfe! Sag ich ja. Macht nichts. Wenn wir hier nicht sterben, ist alles gut. Genug Schaden machen wir an sich. Und Herz. Danke. Krass, wir haben trotzdem sau viel Glück. Und, aber wir kriegen irgendwie keine blauen Herzen, obwohl wir dieses Trinket dafür haben. Das war doch Mams Perle, oder nicht? Was ist das? Iron Bar. Ah! Nee, was ist denn Iron Bar? Keine Ahnung. PhD hätte ich gern. Jetzt kann ich mir das sogar... Wir haben so viel Glück in diesem One, das ist unglaublich. Unglaublich. Aber wir sind ja auch schon einmal gestorben, also...
Kann alles noch passieren. Oh, eine Pili-Bomb-Saki. Ich hätte aber lieber gern Bomben. Ja, ja. Und noch sind wir nicht in Geldnot, dass wir das irgendwie einsetzen müssen. Ist hier, da ist ein blauer Stein. Ja, blauer Stein. 18 Minuten, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns dringend beeilen. Ich hoffe, das ist die Mom-Ebene jetzt schon. Sonst haben wir zu viel Zeit verschwendet. Mom? Nicht Mom. Nein, wir haben zu viel Zeit verschwendet. Shit, wir müssen ganz schnell zu Mom. Ah, wo habe ich denn so viel Zeit verschwendet? Okay, noch ein Tears und Shots wieder. Nice, tschüss. Oh oh, das kann knapp werden. Nein, Curse of the Lost, wir können nicht mal nachgucken, wo wir am besten lang gehen. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Ich glaube, dann schaffen wir den Bosswasch nicht. Weil wir einfach zu doll rumgetrödelt haben am Anfang. Aber wo? Ich verstehe das gerade nicht. Verstehe ich gerade nicht. Egal. Los, fliegen, Attacke! Ich muss hier schnell wieder raus. Das ist so lächerlich mit den ganzen Fliegen. So, neunten, nee, schaffen wir nicht. Es sei denn, wir finden Mom jetzt ganz schnell, richtig schnell. Irgendwo. Oh, könnte ziemlich knapp werden. Ja, egal, wir müssen jetzt hier schnell mal ein bisschen durchwaschen. Mit ganz viel Glück finden wir Mom noch rechtzeitig. Irgendwo. Wo bist du, Mutti? Kann doch nicht sein. Ah. Nee, hier ist sie auch nicht. Oh nein, wo ist sie? Da ist sie. Ja. Okay. Gerade noch geschafft. What the fuck, jetzt haben wir leider den goldenen Raum und so ausgelassen. Ja, egal. Wir haben den Bosswasch freigeschaltet. Und ups, wollte ich gar nicht mitnehmen. Egal, Damage und Tears-Up ist doch auch nicht... Nein! Achso, oh, ich dachte, er wäre weg. Aber er ist noch da. Okay, gut. Was nehmen wir denn mal mit? Das schwarze Ding. Oder was ist das für ein... Das ist Capricorn, oder nicht? Ist das nicht Steinbock? Und ich bin auch Stein... Oh, dann muss ich das... Ich nehme das mit. Capricorn! Oh, ist jetzt ab! Juhu! Capricorn! Ich bin auch Steinbock, ich musste das mitnehmen. Und oh, ist jetzt ab, ist sowieso geil. Yo, jetzt haben wir einfach richtig viele rote Dinger. Wie hammer ist das denn? Ja, komm doch her, ich besieg dich sofort. Boah, das war aber richtig knapp mit der Zeit. Den haben wir gerade, wir haben gerade so noch Mom gefunden. Dafür haben wir halt einen goldenen Raum ausgelassen und so, aber ist egal. Ist nicht so schlimm. Zum Glück haben wir auch die Bibel dabei, sonst hätten wir das nicht geschafft. Und ich hoffe, ich habe mit Isaac noch nicht den Bosswasch gemacht. Sonst wäre das jetzt hier ein bisschen fail. Huch, irgendwas hat abgewehrt unseren Schaden. Ich hätte eben eigentlich Schaden bekommen müssen. Egal. Kein Schaden zu bekommen ist ja nichts Schlechtes. Pow, 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 alles explodiert. Fliegen, Attacke. Besiegt Monstro. Dankeschön. Hallo. Es geht so schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Au. Hey, uncool. Wo ist er hin? Da ist er. Autsch, ey. Aua. Oh, der zieht gerade schon viele Leben ab. Okay, Gish ist immer noch mein Hassgegner irgendwie. Von den ganzen Bossen, die es hier gibt. So, jetzt sollten noch die ganzen Reiter gleich kommen. Irgendwann. Wieso hat er noch unten gespuckt? Ich war doch gar nicht unter ihm. Egal. Auch tot. Jetzt kommen die Reiter. Okay. Sollten auch relativ schnell tot sein. Die ganzen Fliegen. So macht Isaac Spaß. Einfach nur richtig OP sein. Und überall durchwaschen. So. Autsch. Na gut. Macht nix. Wir haben immer noch genug Leben. Autsch, okay, jetzt sollten wir vielleicht doch mal aufpassen. Oh, da waren... Ich habe den Scheißhaufen nicht gesehen. Wo ist der? Da ist der. Und... Isaac's Head. Okay, hatten wir also doch noch nicht. Oh, was ist das? Mache... Maitür. Ja, gut. Das ging ja klar. Wie lange brauchen wir? 2 Minuten.
Na, ein bisschen länger, für 2,5 Minuten. Ja, gut. Läuft. Gehen wir in The Womp. Und wir haben das Negativ dabei. Wir könnten eigentlich gegen den Teufel kämpfen, wenn wir wollen. Was ist das? Noch ein Damage-Up? Ja, und noch ein HP ab. Oh, wie... Unser Damage ist immer noch nicht voll. Was? Wir werden einfach richtig OP. Krass. Wir produzieren noch einfach endlos Fliegen. Keiner kann uns aufhalten. Keiner. Wir sind Gabi mit der Maske. Wir sind die Gabi-Nonnen-Masken-Geburtstagskind. Kuh. Genau die sind wir. Oh, Judas Zunge. Wollen wir nicht? Weil ich hoffe, dass mein Teil mir da ja blaue Herzen gibt. Auch wenn ich das nicht wirklich weiß. Was war das nochmal? Ah, Bomsaki, genau. Gut, setzen wir es da sein. Cool. Gibt anscheinend keinen Shop in dieser Ebene. War doch so, oder? Stars hat einen in den Shop gebracht. Ah, ich muss die ganzen Karten mal anpassen. Von den Namen her. Was bist du? Ah, you Wizard. Ja, cool. Ja, cool. So was habe ich mir schon immer gewünscht. Über dieses fiese Lachen von Muddy. So, oh, noch ein Damage-Up. Was ist denn los? The Parasite haben wir freigeschaltet, weil wir volles Damage haben, oder was? Volles Damage und volle... volle... Wie nennt man das? Ganz schnell Schießding und so. Autsch. Alter! Was ist hier los? Was ist das bitte für ein One? Okay, wir gehen auf jeden Fall zum Teufel, weil ich jetzt einfach das Negativ dabei habe und dann einfach mal weitergehen möchte. Ich war noch nie hinterm Teufel. Justice kriegen wir auch noch. Ja gut. Warum nicht? Oh, das ist so krass. Kriegt man Parasite wirklich nur, wenn die beiden Sachen da voll sind? Wir haben einfach ein Maschinengewehr und das zieht einfach richtig viel ab. Und dazu halt noch die Fliegen. Ach ja, so lässt sich das Leben doch. Tju, ist das ehrlich schön. Und da kriegen wir sogar mein Lieblings-Item. Mein Lieblings-Trinket. Nehmen wir das mit. Wir brauchen keine blauen Herzen. Nee, nee, wir doch nicht. Er ist einfach One-Shot. Hör mit. Ja, nee, nein. Ah. Okay, zum Glück hat er uns nur einen weiter weggeschickt. Justice, können wir eigentlich mal einsetzen? Kriegen wir noch ein blaues Herz. Und hallo, Conquest. Und tschüss, Conquest. Hast uns deinen Reiter hier gelassen? Das ist schön. Brauche ich aber nicht. Das war, glaube ich, ein... Genau. Sehr schön. Tschüss. Das wird so schnell gehen. Das ist voll geil. Voll geil, voll geil. Ich mag diesen One. Ach ja, zweimal ihr. Das macht gar nichts. Das macht gar nichts. Ah, nee, nee. Nee, nee, nee. Wir behalten die Bibel. Damit wir Mutters Herz sofort besiegen können. Dürfen wir halt nur nicht weiter mitnehmen als Mutters Herz, weil beim Teufel würden wir uns selber umbringen. Und bei Isaac passiert, glaube ich, gar nichts. Ich glaube, da passiert gar nichts. So. So, so, so. Die Münze nehmen wir natürlich mit, auch wenn wir sie nicht mehr brauchen. Ja, brauchen wir bestimmt. Wir brauchen einfach noch mehr Fliegen. Nee, nee, wir nehmen die Bibel mit. Obwohl, wir könnten... Wir tauschen die Bibel auf jeden Fall aus. Sobald wir Mutters Herz besiegt haben damit. Dann nehmen wir noch Gabis Kopf mit. Warum nicht? Kann ja nicht schaden, noch ein paar mehr Fliegen zu haben. In jedem Raum. Als wir sowieso schon haben. Sir. Hi. Tschüss. So, nehmen wir die Gabis Kopf wieder mit. Die Bibel bringt uns halt leider gar nichts mehr. So, hi. Haben wir nochmal 1 bis 5 Fliegen mehr pro Raum. Wir haben sowieso schon 1000 um uns rum, aber egal. So, wir wollten zum Teufel, genau. Auch wenn wir noch kein Polaroid haben und ich das als erstes freispielen wollte, wir sind gerade so OP, dass ich einfach weitergehen möchte als Teufel. So... Was bist du? The Fool, okay.
So. Noch ein paar mehr fliegen. Oh, eine Pile. Speed-up. Oh, ja, toll. Gut, müssen wir aber nur den Teufel finden, wa? Hier ist er nicht. Was ist das denn? Wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Oh, das sieht witzig aus. Okay, nehmen wir das mit. Ich glaube, hier gibt es sowieso keine Scheiße auf dem Meer, also bringt uns unser anderes Trinket gar nichts. Wupp, 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 wupp. Ah, jetzt haben wir auch keine Schlüssel mehr. Verdammt, wir haben keine Schlüssel mehr, Leute. Wir brauchen Schlüssel. Wer weiß, was uns in der Truhe erwartet. Ob da dann auch ein paar... Boah. Truhen sind, die man öffnen muss. Man sieht einfach gar nichts mehr. Diese Splash-Dinger sind einfach auch richtig, richtig groß. Oh. Ach ja, das ist alles schön. Wie hoch ist unser Speed denn jetzt eigentlich? Okay, unser Speed ist noch relativ gering. Hä? Haben wir sogar irgendeinen Effekt, dass die so benommen werden? Die waren doch eben so komisch benommen. Oh, ich sollte vielleicht auch mal Gabis Kopf einsetzen, wenn wir ihn schon haben. Auch wenn wir ihn an sich nicht brauchen. So. Da haben wir wenigstens einen Schlüssel. Hi, oh. Tut mir leid, ich wollte dich nicht so schnell töten. Naja, eigentlich schon. Die Dinger fliegen einfach überall rum. Dank dieses Splash Damage. Pow, 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 pow. Man sieht einfach nichts. Guck mal, wenn ich hier jetzt ranstehe, dann sieht man einfach gar nichts mehr. Was ist das? Bist du? Emperor, okay. Tag, Satan. Wie geht's denn immer so? Hier, ich habe ein paar Bomben für dich. Nee, nimm die Bombe. Du nimmst jetzt hier die Bomben. Damit das klar ist. Kannst all meine Bomben haben. Autsch, ey. Lol. Weil er einfach auf uns raufgegangen ist. Wir haben Mutters Knife freigeschaltet. Oh, unsere ganzen Fliegen sind weg. Die ganzen Fliegen haben sofort angegriffen, als Satan bei uns war. Und wir waren ganz... Wir waren voll nah dran an Satan schon. Okay. Wir haben das negativ. Das heißt, wir müssten eigentlich weitergehen können. Ja, sieht so aus. Wo sind wir denn jetzt? Da war ich noch nie... Und die Folge geht einfach erst 30 Minuten. Mutters Knife. Yay. Mutters Knife. Okay. Okay, wir kriegen jetzt wieder blaue Herzen. Das finde ich schön. Wo sind wir hier? What the fuck? Egal. Hallo. Was gibt's denn hier für Gegner? Aha, zweimal Mods vor zwei also. Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem für uns. Okay, was muss man hier machen? Wir haben keine Schlüssel. Hä? Was ist das hier? Was ist das für ein Ort? Was bist du? Cool, ein Steam Sale. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht irgendwas einsammeln, was irgendwie unsere Tränen richtig blöd beeinflusst. Deswegen sollte ich vielleicht nicht alles einsammeln, was jetzt hier erscheint. Ich glaube, wir sollten lieber so bleiben, wie wir gerade sind. Okay, das war ein einfacher Raum. Hier war ja nicht mal ein Boss drin. Okay, anscheinend sind hier einfach alle Bosse doppelt. Und mehr passiert hier auch nicht. Aber wo ist das Ziel? Gibt es dann einfach einen normalen Boss? Was? Ich habe das auch bei keinem anderen Let's Player gesehen. Oh, hi. Noch ein paar schwarze Herzen. Habe ich nichts gegeben. Das Ding nehmen wir nicht mit, weil es sonst was sein kann. Das heißt, ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Kein Plan. Ich wollte mich nicht spoilern lassen, deswegen. Ich wusste nur, dass es weitergeht. Oh, es kann sonst was sein. Ich nehme es lieber nicht mit. Lieber nicht, lieber nicht. Aber anscheinend kriegt man hier viel öfters Kisten und alles. Ja klar, sind auch Bosse. Ich glaube, die droppen sowieso öfters bessere Sachen. Und wir haben volle Leben. Noch was? Oh Gott. Okay. Ich will das aber alles nicht einsammeln. Das kann alles was Schlechtes sein für unsere Tränen-Output und alles. Schade, dass wir Curse of the Unknown bekommen haben. Und da, es gibt tatsächlich einen Boss, okay. Und der hat sich irgendwie verraten, dadurch, dass er seinen Teil hat. Komm. Wir machen einfach alle. Noch sowas. Okay. Nee, okay, dann gehen wir einfach zum Boss. Hallo. The Lamp. Oh. Der sieht cool aus. Hallo, The Lamp. Bist du stark? Was kannst du? Okay, er kann sich aus seinem Körper lösen.
Okay, irgendwie ist der nicht so stark, kann das sein? Wir haben Angels, Dead Boy und Missing Poster freigeschaltet. Dead Boy haben wir dafür freigeschaltet, dass wir... Hallo, hallo du, lebst du noch? Dass wir keinen Schaden in dieser Ebene bekommen haben. Richtig witzig. Oh, neu. Kenne ich noch nicht. Missing Poster. Mutti! Was tust du da? Wie, das war's? Yay! Lost Poster! The Angels await. Dead Boy achieved. Cool. Ja, geil. Dead Boy ist vor allem richtig schwer. Oh, wir haben auch ein neues Ende. The End. Das freut mich. Und ich glaube, wegen diesem Poster können wir jetzt die Engelstatuen kaputt machen und dann gegen Engel kämpfen. Und dadurch dann diese halben Schlüssel finden. Und wenn man zwei davon hat in einem One, dann kann man irgendwie zum Mega-Satan. Ich habe jetzt das Tor gar nicht dazu gesehen zum Mega-Satan. Also keine Ahnung, wie man da eigentlich hinkommt. Eigentlich müsste das doch da auch sein, oder nicht? Da, wo wir eben waren, wo auch The Lamp war. Dass da so eine große goldene Tür ist und da kann man dann rein. Weiß ich nicht, ich guck nochmal. Auf jeden Fall war das ein sehr erfolgreicher One. Schön zum Geburtstag, das passt. Das passt gut. Und sogar eine der heftigsten Errungenschaften bekommen. Aber wir waren auch einfach mega OP. Na gut, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Morgen ist Weihnachten übrigens. Weihnachten, ja! Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke gekauft. Sonst hopp hopp. Jo, und dann bis zum nächsten Mal. Ich feiere jetzt meinen Geburtstag. Und tschüss.